Herzlich willkommen bei den Scooterhelden in Berlin. Ja, und heute bin ich mit meinem Chef. Mann, Junge, ich wollte gerade das Intro. Oh, nochmal, komm. Ja, was? Ich weiß nicht, ob es jetzt läuft oder nicht. So, grinst einfach künstlich in die Kamera. Ja, nachdem wir das Intro verkackt haben, sag ich mal, macht also, das jetzt so richtig, ordentlich. Weißt du, so richtig verkackt. Ja. Wollen wir euch das 10 Zoll Econvid Hoverboard vorstellen und jetzt erstmal unboxen. So sieht's aus, denn das gibt's aktuell bei Mediamarkt Saturn, Medimax und Konrad zu kaufen. Und damit ihr nicht irgendeinen Scheiß da draußen kauft, haben wir uns gedacht, wir schnappen uns das heute mal und gucken mal, was das Ding wirklich kann. Also Unboxing. Ja! In Zeitlupe oder in Schnellformat? Ja, komm, jetzt mach. Schnellformat? Nee, schneller. Schnellformat! Stopp! So, und als allererstes, Danilo, komm mal ran hier, finden wir die Bedienungsanleitung zum Econvid. Das Ganze natürlich nicht auf Hochkantonesisch, sondern auf Deutsch. Das ist ja schön. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist ein 2 Ampere, 42 Volt Charger für das Mobil. Genau, das heißt, wir haben eine Ladezeit bei dem Mobil von 2 bis 3 Stunden maximal. Weil wir haben ja ungefähr 160, 170 Wattstunden drin, das Ganze mit einer Samsung-Zelle. Das prüfen wir aber gleich nochmal. So, genau. Jetzt auspacken. Levin! Ja. Was fällt dir hier sofort auf? Ja, ich würde mal sagen, dass dieses Hoverboard rot ist. Nein! Ist rot? Ich bin farbenblind. Ehrlich jetzt, ist es rot? Ich dachte, es wäre schwarz. Ist rot. Mein T-Shirt auch rot. Na gut, mein Chef weiß es nicht. Ja? Ich wie findest du die Haptik und die Quali? Also wenn ich jetzt mal so angreife und anfasse hier? Ich finde halt, also was mir so ein bisschen auffällt, ist das Case. Vielleicht sieht man das hier so ein bisschen schräg. Ich finde, für Anfänger, die ein bisschen Stabilität brauchen, um die Füße da irgendwie dran zu quetschen, ist es hier so ein bisschen problematisch. Ja, das ist vielleicht bei einem anderen Hoverboard ein bisschen besser gegeben. Ansonsten, gut, Licht vorne und hinten. Ja, das können wir ja mal zeigen. Ich drehe es auch nochmal um. Genau. Also jetzt tatsächlich auf beiden Seiten LEDs. Das sind so die Klassiker. Dann natürlich rechts, links die Sensorplatten. Und hier unten habt ihr den On-Off-Schalter und den dreipoligen Ladestecker. Ja, und das Besondere eigentlich an dem Fahrzeug ist ja, dass es eine 10-Zoll Schlauchbereifung ist. So sieht's aus, Freunde. Das haben wir nicht auswendig gelernt, ja? Das haben wir gesehen. Wichtig ist hier auf jeden Fall, um die 2,5 Bar raufzuhauen. Ein bisschen problematisch ist, wenn ihr mal einen Platten habt. Bei denen mal so schnell und einfach zu wechseln, ist gar nicht so easy. Aber wie sieht es denn eigentlich mit den technischen Daten aus, mein Freund? Hast du einen Plan? Ja, ich habe ein bisschen einen Plan. Also 20 Kilometer, sagt der Hersteller, ist die Reichweite. Geschwindigkeit 12 km/h, Steigung. Steigung sollen 15 Grad sein hier. Das Ganze mit einem Akku von 158 Wattstunden. Das Gerät an sich wiegt 11,6 Kilo. Das heißt, das nimmst du nicht einfach mal so mit. Da wird am besten, wenn man eine Tasche oder einen Rucksack hätte. Ja? Und vergessen hast du noch die Motorleistung. 350 Watt pro Seite. Auf jeder Seite. Also 700 im Total. Kackst mal richtig ins Essen. Das hast nämlich du noch vergessen. Maximale Zuladung 110 Kilogramm, mein Freund. Ja? Aber jetzt müssen wir eigentlich alle technischen Daten haben. Ist doch völlig Wurst. Ich würde sagen, wir schrauben das Ding jetzt mal auf und gucken mal, was hat denn der Hersteller da eigentlich reingepackt? Ja, würde ich auch sagen. Ab geht's. Ja, nachdem wir das ganze Ding jetzt mal auseinandergefriemelt haben bzw. geschraubt haben, fällt mir sofort auf, Danilo, komm mal ganz kurz hier ran, also die Räder ziemlich weit außen stehen, also eine ziemlich lange Achse. Das heißt, wenn hier Dreck reingeht, wie Laub, Stöcker, Sand, wie auch immer, fliegt das Ganze auch wieder raus. Finde ich persönlich ziemlich gut. Ja, was der Hersteller sagt, Samsung-Zelle ist auch gegeben. Sehr schön verbaut. Ja, Marcel, was sagst du zu der Technik bzw. Board? Also ich finde es erstmal gar nicht so schlecht. Wir haben tatsächlich Samsung 22P-Zellen drin. Das ist so diese Standardgeschichte. Ich bin kein Freund von diesen Alu-Spritzrahmen, ja? Alu-Spritz. Guss. Ist doch egal. Alu-Spritzgussrahmen. Ja? Genau. Weil ich habe das schon erlebt, dass gerade weil die Räder so weit nach außen stehen, man so einen fetten Radstand hat, dass wenn einer mit richtig Gewicht kommt, ja, das einfach knack macht und das Teil quasi in zwei Teile bricht. Aber wir gehen ja jetzt hier mal nicht vom Schlimmsten aus. Ansonsten gut verarbeitet, muss ich ganz klar sagen. Digga, komm mal nochmal ran hier. Wenn ich mir die Platine angucke, dann hat man hier tatsächlich sogar mal einen Hersteller, den man hier findet. Ja? Das wäre jetzt hier zum Beispiel bigpower.com. Die Platine sieht gut aus, sie ist gut verarbeitet. Das sieht ja also mit den Transistoren alles sehr schön aus. Auch die Kabelchen, ja, sind
hier extra nochmal schön mit Heißkleber versehen. Dann haben wir zwei Steuerungen rechts und links. Die sind jeweils mit zwei Drucksensoren ausgestattet, die mit einer Lichtschranke angesteuert werden. Da gab es auch schon so Probleme. Gut, das werden wir jetzt auch gleich sehen, wenn wir das Ding fahren, ob es hier ähnlich ist oder ob es funktioniert. Ansonsten von der Verarbeitungsqualität, was das Innere betrifft, ist das gar nicht mal so schlecht. Nee. Also ich bin echt gespannt, wie sich das Board jetzt mal fährt, wenn wir es wieder zusammengefriemelt haben. Denn irgendwie ist alles auseinandergefallen. Ja. Hier liegen überall Schrauben und ich habe das Gefühl, dass wir mindestens einen halben Tag brauchen, um dieses Board wieder zusammenzubauen. Ja, das machen wir jetzt. Und dann geht's weiter. So Leute, Levin ist fertig mit Kacken und wir können endlich mit dem Speedtest beginnen, ja? Und weil ich weiß, dass Levin unglaublich viel Durst hat, weil heute sind gefühlte 35 Sahara Grad, habe ich mir gedacht, heute motiviere ich ihn mal ein bisschen. Na mein Kleiner, du hast doch Durst, oder? Höchstgeschwindigkeit sind 12 km/h, die will ich jetzt erreichen mit dir. Bist du bereit? Ja, ich versuch. Auf die Plätze. Fertig. Ja. Los, schnapp sie dir, Junge, schnapp sie dir. Da geht noch was. Wie viel km/h haben wir, Junge? 4. 4 km/h, mehr. 6. Sechse, komm, da geht noch was. Warte mal, boah. Komm. Balance. Balance. Ja, dann stell dich aber gerade hin, du Pfeife. Ja, okay, ist und? Gut. Wie viel? 11. 11, schnapp dir die Kuh. Ja, scheiße. Boah. Das Fahrerlebnis war durchaus interessant. Ich sag mal, ist so ein bisschen Luft drin, bevor man dann losfährt. Beziehungsweise bei 12 km/h ist es dann schon echt unangenehm. Trotzdem echt toller Fahrkomfort, weil es halt eben so schön abdämpft, aber. Ja. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nicht alle so fahren und dabei kräftig drücken. Ja? Ach, nichtsdestotrotz haben wir die Höchstgeschwindigkeit, wie viel waren es? 11, ja. 11, 12 km/h, reicht, Junge. Und jetzt würde ich sagen, suchen wir uns mal den nächsten fetten Berg und stürmen diesen, oder? Ja, aber ich brauche erstmal eine Cola, ne? Na, dann sauf was, Junge. Okay, ab geht's. So Leute, das sind hier nicht mehr als 10-12% Steigung. Das heißt, irgendwie werde ich fette Hummel ja wohl da mal hochkommen. Warte mal. Das war ja mal ein richtig geiler Turbo. Okay, das war ein Tierschatz. Schnauze da hinten. Da steht die Hummel drauf, ey. Ja! Ob Berg oder Tal, scheißegal. Wir schaffen jeden Berg, euer. Nein. Nein. Unglaublich. Ja, okay, ich hab's auch nicht geschafft. Ja! Also das Econ-Bit, 10 Zoll. Kann man ist auch nicht schlecht, als ne? Chefrasierer. Chefrasierer, was willst du jetzt rasieren? Hier so, warte. Au! Jo, Freunde, also wir haben hier nochmal eine Assistenzstange, Trolley-Stick, den man quasi ans Hoverboard ranschnallen kann. Den gibt es jetzt bei uns in Silber, Schwarz und in Gold und der soll euch einfach am Anfang, wenn ihr es erlernen wollt, Hoverboard zu fahren, einfach ein bisschen unterstützen. Ja, ich klicke das jetzt mal an und guck einfach mal, wie sich das Gadget sich eigentlich so bewährt. Ich muss sagen, man hat schon wesentlich mehr Stabilität. Man kann sich, wie gesagt, festhalten, indem man sich halt ausbalanciert, irgendwie sich dreht, rechts, links, ja, funktioniert echt ganz gut. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, wann die Stange an ihre Grenzen kommt, aber es scheint noch irgendwie mich drauf zu halten. Läuft. Jetzt wollen wir nochmal das geile Teil ins ordentliche Terrain rein bewegen. Einmal schön Kante runter und Holpersteinpflaster, auf geht's. Ja, also ich finde, ich sag mal so, hier bei dem kleinen Steinchen ist es natürlich kein Problem, bei den kleinen ja auch nicht. Wenn ich jetzt mal hier diese hohe Bordsteinkante runterfahre, bin ich mal gespannt, wie sich's da schlägt. Ja, auch kein Thema, ne? Also ich weiß nicht, ob es wieder hochgeht. Ich bezweifle es. Keine Chance.
Levin! Ja? Bist du bereit für unser Kung-Fu-Fazit? Jawohl! Ja, komm hier gleich mal. Und kommst du mal hoch, Junge? Ich probier's. Ja, ich will den. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Ja! Also Leute, unser Fazit zum E-Combat Hoverboard 10 Zoller. Ja, was kann man sagen? Wir sind ja jetzt den ganzen Tag gefahren. Wir haben unebenes Gelände mitgenommen. Wir haben einen Speedtest gemacht. Wir haben einen Reichweitentest auch gemacht, den habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, das hätte sonst zu lange gedauert. Ja. Eins muss ich schon mal ganz klar sagen, du hast hier eine klassische 160 Watt Zelle drin, ne, von Samsung. Damit kommst du keine 20 Kilometer weit. Ich finde das immer ein bisschen schade, wenn die Hersteller sich da immer so austoben. Yeah, Lichtgeschwindigkeit, 30 Kilometer Reichweite bis ins Nirvana. Never. Schaffst du einfach nicht, ja? Mount Everest hochfahren. Alter, wenn du hier eine Stunde fahren kannst, Highspeed und das Ganze ja. bei 10 km/h, dann kannst du schon glücklich sein. Ja, auf jeden Fall. Was sagst du dir jetzt eigentlich zur Haptik? Ja, also Haptik, gut, die Verarbeitung stimmt ja eigentlich soweit. Innen drin sah es ja auch sehr gut aus. Wir haben ja irgendwie jetzt nicht mehr, eher positiv waren wir überrascht, dass man irgendwie da mehrere Sachen sehen konnte, wie das, woher das Board kommt, wie heißt die Seite, die Firma und so weiter. Ich mir persönlich mit dem Case nochmal, ich weiß nicht, ich mag es immer gerne, wenn man den Fuß ranstellen kann, vor allem für Anfänger. Für mich ist es jetzt eigentlich auch irgendwie blöd, ja, aber ich meine, selbst für Profis, ich weiß nicht. Also für einen Anfänger ist es halt schwierig vielleicht. Einfach also, dadurch, dass es zu schräg ist. Nee, nicht nur das, sondern die Verarbeitungsqualität könnte auch ein bisschen besser sein. Man hat immer das Gefühl, dass diese Plastikfender relativ schnell wegbrechen, vor allem wenn sich das Board mal überschlägt. Weil bei höheren Geschwindigkeiten wird dieses Board instabil. Das hast du selber gemerkt. Ja, es fängt an zu eiern und rumzuwackeln. Das fand ich persönlich jetzt nicht so optimal. Und auch die Geländegängigkeit, wo man ja denkt, ey Mann, 10 Zoll, das muss ja rocken, ja, wie ein Traktor auf dem Feld. Forget it. Ey, ich bin überall hängen geblieben mit dem Ding, selbst auf dem Berg. Ja, also im Rasen, wie gesagt, ist wirklich echt nicht so gut. Ja, aber Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster war echt nicht schlecht. Muss ich sagen, da hast du wirklich gemerkt, 10 Zoll, nicht übel, das ne? ist wirklich nochmal ein Plus. Genau. Dazu ist der Lieferumfang vollständig. Also ihr habt ein Ladegerät dabei, eine deutschsprachige Bedienungsanleitung. Mehr braucht es nicht. Das ist gut. Aber wie gesagt, Fahrkomfort, so lala. Langstreckentauglichkeit sei jetzt mal so dahingestellt. Nichtsdestotrotz ist es eine coole Alternative. Ja. Macht irrsinnig viel Spaß, aber auch bei uns ist jetzt der Akku schon zur Neige gegangen. Und gefühlt sind wir vielleicht 5-6 Kilometer gefahren. Mehr wird es nicht gewesen sein. Wir haben dem Gerät aber relativ viel abverlangt. Ja. Und müssten wir das Ganze heute benoten? Dann ja, wäre es wahrscheinlich eine 3+. 3+? Warum? Weil, also wie gesagt, das mit der Wiese stört mich, mit der Case-Verarbeitung teilweise ja. okay. Dann Pflastersteine doch wieder gut. Ja, dann die Reichweite, Geschwindigkeit, also eben 3+, mehr wär's, ist nicht drin. Für eine 2 brauchst du einfach, da muss mehr gehen, bei ich einem 10-Zoller vor allem. Ich denke auch. Wenn der Fahrer ein bisschen schwerer ist, wird es tatsächlich ein bisschen knapp, was Motorpower betrifft und auch die Reichweite. Nichtsdestotrotz, gutes Gerät, 3+ hat es sich hier verdient. Wir hatten sehr viel Spaß und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genau, das waren die Scooterhelden aus Berlin. So sieht's aus. Und jetzt würde ich sagen, runter von der Wand. Ja. Und das ist am besten so heil wie möglich. Ja, mal gucken, wer zuerst runterfliegt. Yes! Tschüssi! Tschüss!